So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Tribe Primitive Builder. So, ich habe jetzt gestern Abend mal was ausprobiert. Und zwar, ich zeige euch das jetzt mal, pass mal auf. Ich will das jetzt mal kurz testen. Ich habe da jetzt 11 Stück drin. Ich brauche einer, wo gar nichts hat. Ich will mal was austesten. Ja, mehr habe ich da anscheinend gar nicht gebaut. Ja, genau. Kann ich das nicht? Ja, erst einmal was essen. Wie hat der das gestern gemacht? Also ich habe mal gestern nachgeguckt, welche dem Teile-Dingsbums da. Also irgendwie hat er da drauf gedrückt und hat dann praktisch nur die Nummer eingegeben, was er braucht. Der Entfernung, der ist zu weit weg. Ja, von mir aus, das interessiert mich doch gar nicht. Ist egal, wir geben dem jetzt einfach mal das da. Dann konnte er definitiv mal anfangen zu schaffen. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist das da. Das ist mir dann aufgefangen. Linke Maustaste, um schnell zu reisen. Möchtest du zum Altar reisen? Ja. Und jetzt sind wir hier. Ich muss gar nicht mehr rumlaufen. Weil das richtig, richtig, richtig schnell vorangeht. Also das ist ja der Wahnsinn. Genau wie hier kann man dann. Möchtest du schnell reisen? Ja. Jetzt sind wir wieder hier bei dem. Also, man soll vielleicht öfters mal sein Auge aufmachen und vielleicht einmal glotzen, was abgeht. Egal, jetzt war es ja. Also, wenn irgendwas ist, kann ich immer wieder schnell hin und her reisen. Jetzt wollte ich mal. Linke Maustaste, um schnell zu reisen. Das ist ja das Neue, ne? Führe das Ritual durch und die schnell. Ja gut, das sind die neue wahrscheinlich, ne? Aber das macht ja jetzt nichts. Fakt ist, mir solle jetzt erst einmal zu der Zipfelklatscher rennen. Ich renne hier die ganze Zeit durch die Gegend. Mei, bin ich blöd. Wenn man so schnell hin und her reisen kann, ne? Oh, gibt's sowas zu klauen? Oh, schade. Was soll's? War nur ein Test. So, Trinken haben wir. Wenn der Kerl nicht so weit entfernt wäre, ne? Travella Disa. Das Amina, das Amaka Gwena, Stapanna, Tussala, Jandala, Gosa, Tanamakala, Ritusa, Willenanga, das Graka, Amanga, Spitella, Afatusa, Anatravala, Sanaga.
Dieser Fuella ist Hada Tukunonamada Utanga. Tusa Mira Uvanga, das Apaka, Averanginga und Tusa Dangala, Gitala Tuwal. Führe das Ritual Geschenk der Würze durch, haben wir. Baue die Schamanenhütte, beginne mit der zubereiteten Gewürze. Kochhütte, sende die Gewürzration zu dem Markt. Warte mal, das Ding, das laufen wir jetzt erst einmal gar nicht. Siehst du, so schnell ist es erledigt. So, also, baue die Schamanenhütte. Mal gucken, wo wir die hinschmeißen. Am besten hier irgendwo. Mittelgroße? Nee, das war's nicht. Töpfer, Schamanen. Jo. Schon wieder kein Holz mehr, willst du mich verarschen? Oh, das machen wir mal ganz kurz anders da. Wir gehen mal in unser altes Dorf, vielleicht hat unser Vollpfosten von Holzfäller vielleicht nochmal endlich was geschafft. Und gibt mir mal ein bisschen Holz. So, jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube, das war der da, ne? Werkzeugmacher. Holzfäller, jawohl. Ich bedanke mich vielmals. Ja, aber wenn wir schon da sind, nehmen wir gleich noch ein paar mit. Dem anderen Vollpost, die ja mein ganzes Futter gegeben hab. Ist da. Natürlich wieder warten, ne? So, da haben wir uns gleich einer rein. Wenn wir schon da sind, müssen wir gleich mal schlafen. Yep.
dieses scheiß Ding jetzt nicht spielen, verdammt. Mine, ne? Ja. Genau. Der fehlt da außen, also nicht, wie hängt das Spiel im Moment, also wieder mal war öffentlich hier, also ich bitte das. Einmal Bambustodem. Wenn ich es finde. So. Mit der zubereiteten gewürzten Ration und der Kochidee. Muss ich das nicht erst herstellen, diese Scheiße, Gewürze? Oh, der Leib, ey. Aha. So läuft die Sache also.
Also mir sollen gewürzte... Normale ist halt für mich. Hühnchen braucht Messer. Oh, da habe ich gar nicht eins übrig. Oh, wo habe ich das blöde Mistding jetzt hingestellt? Verdammt, ey. Ach, kriegt überhaupt nicht mehr durch, ey. Schamanenhütte, ey, oh, Alter, ey, vor lauter Hütten und Ding, ey, ich blick überhaupt nicht mehr durch, ey. Farmhütte. Wo soll man? Der Kerl. Kräuter. Ich könnte dem jetzt mal ganz weitergeben. Das ist mit dem Marktplatz dieses Jahr. Thank you.
das haben wir jetzt. Bitte. Das war ja klar. Aber beginne mit der Zubereitung gewürzter. Ich hab doch paar gemacht, aber warum funktioniert der Scheiß nicht? Also. Bubi hat Hunger. Nee. Oh nein. Ey, ich krieg hier bald einen Ofen. Wo ist denn jetzt diese verfickte Kochhütte? Ey, vor lauter Häuser, ich blick nicht mehr durch, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Es ist echt zum Heulen, ne? Nee. Das ist nicht von mir. Nee. Ey, sag mal, bin ich da blöd oder was? Blöd oder was? Gewürzte Essensration, ja. Da muss ich jetzt eine Gewürze machen, ne? Normalerweise. Das ist jetzt wirklich. Oh, ihr Leid, ey. Da sind sie. So, wenn ich dem Arsch da jetzt die Gewürze da reinhau. Jetzt läuft die Sache. Jetzt aber's. Boah, Schwergeburt, muss ich ehrlich sagen, ey. Wahnsinn. So, wo ist mein Essen, verdammt? Haben Sie schon wieder den Tipfelklatscher gegeben? So. Kurz was testen. Jawohl, passt. Also ich kann auch die gewürzte Essensration essen. Passt. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem Zipfelklatscher da. Wenn ich schon mal da bin, nehme ich die gleich wieder mit.
So ist er. So, ja, bin ich. Sunga Isar. Ine Otanda Taka Onda Kaya. Das Awisa Onda Sun. Anga Basa Abaratanda. Kasuna. Kusa Agusa. Suya Baganda Hatata. Isa Uda Habada Abada Tanga. Natürlich. Den Weg sparen wir uns. So, also Stein mit. Das war ja dann Produktion normalerweise, ne? Natürlich. Ein Ritual. Ich hätte es wissen müssen. Hätte es wissen müssen. Steinstatue 3. Okay. Es ist hier Gott sei Dank so wenig. Gott, Himmel, Arsch noch mal, muss man da jedes Mal außen rumlaufen. So, ich brauche 3 Steinstatuen. So, Steinmetzhütte, die hätten wir. Die 2 und Steinstatuen. Jeweils 15. Ich habe gerade überlegt, ob wir das gleich mitmachen. Das wollte ich. Hilsbräu und Steinstatuen. Ja, genau. Steinstatuen 15. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass ich da jetzt so viel Steh wegmache, dass mir das jetzt wieder für die Hütte, was wir da bauen sollen, reicht. Macht aber nichts, da unten hätten wir ja genug von dem Zeug. So, dann hätten wir die schon einmal fertig. Drei Stück fertig, 7 Tonschale Hammer. Das heißt, wir brauchen noch 5.
deine 5 machen wir. Pilzboy. Erst einmal die 7, dann hätten wir da 10. Ist dieses Ritual ebenfalls erledigt. Gut, das bauen wir schnell noch, das Ritual. Aber ich muss mal haben, Hammer. Hat er mir auch noch gesagt. Der da, ne? So. Steintotem haben wir. Perfekt. Genial. Wir finden uns bei dem letzten eigentlich nur noch diese 2. 8 von denen, 12 von denen. Das ist alles kein Problem. Ja, die machen wir, wenn dann alle komplett zusammen. Also Pilzbräu und Steinstahl, die machen wir dann komplett zusammen, dass das dann fertig ist. So, jetzt machen wir erst einmal einen Cut ein und dann fangen wir das nächste Mal Steinblitz wieder an. Ich bedanke mich wie immer für euch, bei euch fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.